Hallo meine Lieben, willkommen im Jahr 2015. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingerutscht. Ich habe das ganz gemütlich und gechillt und ja, es war schön. Wir machen heute den MeTime-Tag und zwar hat mich die liebe Lisa dazu getaggt, die liebe Bloomyberry. Und da fangen wir einfach gleich mal mit an. Ich habe hier mein Handy und werde hier die Fragen ablesen dafür. So, Frage Nummer 1. Was schaust du oder liest du, wenn du alleine bist? Im Moment lese ich immer noch die Bloodlines-Reihe. Ich bin im Moment immer noch bei The Fiery Heart. Ich liebe diese Buchreihe einfach. Ich kann es einfach nicht oft genug sagen. Ich kann auch kaum erwarten, bis das neue Buch rauskommt. Das ist dann The Ruby Circle. Das ist leider der letzte Teil. Ich bin schon ganz traurig. Ach ja, wer das vielleicht noch nicht weiß, ich werde den Link euch unten in die Infobox packen. Von, wie heißen die? Teen Audio, nee, Pinguin Audio, mehr. Ein Moment. Pinguin oder Penguin, ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Der Verlag, der eben diese Bücher rausbringt, die haben auf ihrer Seite spoilerfreie Reviews quasi gepostet. Also zu jedem, fast zu jedem Kapitel, beziehungsweise zu verschiedenen Seiten gibt es eben dann spoilerfreie Reviews? Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann. Also ich werde nichts verraten, aber ja, es macht euch auf jeden Fall noch mehr heiß auf das nächste Buch. Ich werde euch das in die Infobox packen. Was schaue ich, wenn ich alleine bin? Meistens YouTube-Videos oder eben Serien. Da schaue ich sehr gerne, was ja aber leider alles im Moment Pause hat. Pretty Little Liars oder The Vampire Diaries. Also das sind, glaube ich, so meine beiden absoluten Lieblingsserien. So. Was trägst du gerne, wenn du alleine für dich bist? Also, ich trage zu Hause eigentlich immer meine Jogginghose. Ich trage sie auch jetzt gerade. Ich komme nach Hause und das Erste, was ich mache, ist meine Hose wechseln. Und ansonsten, ja, weiß ich nicht, halt irgendwie ein ganz normales Top obenrum. Ja, aber chillig auf jeden Fall. Was sind deine MeTime-Beauty-Produkte? Masken mache ich nicht ganz so oft, aber würde ich jetzt mal zu dieser Kategorie zählen. Vielleicht noch Kokosöl benutze ich sehr gerne für die Haare. Das mache ich mir gerne in die Längen und eben in die Spitzen. Ansonsten, ja, Nagellack, ne? Ja, ich lackiere mir täglich die Nägel, deswegen würde ich auf jeden Fall Nagellack dazu zählen. Was ist dein aktueller Lieblingsnagellack? Das ist eine sehr, sehr schwere Frage. Puh. Wenn ich jetzt mal so zurückgehe, welche Nagellack habe ich im Moment sehr oft benutzt? Von Essie No More Film habe ich sehr oft benutzt. Mit verschiedenen Toppern oder Designs oder sowas. Das ist, glaube ich, im Moment der Nagellack, den ich am meisten benutzt habe. Ich würde aber nicht sagen, dass es mein Lieblingsnagellack ist. Das ist eben so ein dunkles Blau. Es geht schon fast in Schwarz und ist eine schöne Farbe. Ansonsten Topper generell. Was isst oder trinkst du, wenn du für dich alleine bist? Ich würde nicht sagen, dass ich was anderes esse oder trinke, wenn ich für mich alleine bin. Nee. Würde ich jetzt. Da fällt mir jetzt, glaube ich, überhaupt nichts zu ein. Verbringst du auch gerne draußen Zeit? Bist du auch alleine unterwegs? Ich bin auch alleine unterwegs. Draußen sehr gerne. Vor allem im Sommer auf meinem Acker. Aber auch auf dem Balkon oder generell draußen. Ich liebe den Sommer. Ich kann den Sommer kaum erwarten. Jetzt im Winter bin ich nicht so gerne draußen, ehrlich gesagt. Und was war die andere Frage nochmal? Bist du auch alleine unterwegs? Ja. Shopping, Acker. Ja, bin ich auch. Würdest du jemals einen Kinofilm alleine anschauen? An sich geht man ja ins Kino, um den Film anzugucken und da braucht man ja eigentlich niemanden, der neben einem sitzt. Aber ich glaube, ich würde das nicht machen. Ich käme mir da irgendwie ein bisschen alleine und verlassen vor. Vor allem möchte man ja dann nach dem Film auch mit irgendjemandem über den Film reden. Nee, ich könnte mir das nicht vorstellen. Genauso wie du, Lisa. Ich würde mir auch nicht vorstellen können, alleine essen zu gehen. Ja. Und wenn ich irgendwo einen Kaffee trinke, dann nehme ich den meistens auch zu mitnehmen, weil allein ist das irgendwie komisch. So, wir kommen schon zur letzten Frage. Hast du noch was hinzuzufügen? Was machst du denn sonst, wenn du für dich bist? Ich habe, glaube ich, nichts hinzuzufügen. Wenn ich alleine bin, was mache ich dann? Ja, natürlich Videos. Beziehungsweise die mache ich auch, wenn mein Freund da ist, aber nicht vor meinem Freund, weil irgendwie schäme ich mich da ein bisschen. Das ist wahrscheinlich ein bisschen blöd, aber ich mache das nicht gerne.
Nägel lackieren, auch wenn ich alleine bin, weil mein Freund den Geruch unglaublich grauenhaft findet. Was natürlich nicht sehr förderlich ist, weil es einfach jeden Tag passiert. Was mache ich noch, wenn ich alleine bin? Hörbücher hören, lesen. Ja, lesen ist wirklich jetzt im Moment was geworden, was ich echt wieder regelmäßig tue. Ich habe das normal, also ich habe das sonst im Urlaub gemacht. Ich lese viel im Urlaub, aber so zu Hause habe ich irgendwie nie so die Ruhe gefunden, mich einfach mal hinzulegen, hinzusetzen, wie auch immer, und zu lesen. Wobei ich jetzt auch sagen muss, ich gehe dann trotzdem spät ins Bett, denke mir, ja gut, ich lese noch ein Kapitel oder so, und im Endeffekt sitze ich da wieder für 2 Stunden und bin total gefesselt von dem Buch. Und dann ist es irgendwann schon 3 und ich denke mir, scheiße, muss jetzt schlafen gehen. Im Moment habe ich jetzt zum Glück noch frei, aber so kann es halt nicht weitergehen, wenn ich wieder arbeite, weil sonst komme ich da morgens an und bin total fertig. Ja, aber das sind so die Sachen, die ich glaube ich so alleine mache. Vielleicht noch so meine Pflanzensachen, YouTube-Videos gucken. Ja. Ja. Das war der MeTime-Tag. Vielen Dank fürs Taggen, liebe Lisa. Ich tagge euch alle, wenn ihr Lust habt, mitzumachen. Mir fällt jetzt so speziell, glaube ich, niemand ein, den ich taggen möchte, der vielleicht auch mitmacht. Aber falls du Lust hast, fühle dich genau jetzt getaggt. Und ich sage euch vielen Dank fürs Zugucken. Startet toll ins Jahr 2015. Ich freue mich auf das Jahr mit euch und bis ganz bald. Tschüss!